Spätestens seit der Industrialisierung optimieren wir uns Menschen durch Technik und Wissenschaft. Immer wieder geht es ja hier bei uns um Cyborgs, also Mischwesen aus Mensch und Maschine. Und ich wette, es dauert nicht mehr lange, bis wir alle einen Röntgenblick haben oder eine ähnlich bahnbrechende Optimierung. Solch eine künstliche Erweiterung des Menschen wird auch Human Enhancement genannt. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts dazu. Was ist bereits heute möglich und was ist für die nahe Zukunft geplant? Und werden wir Menschen bald unsterblich? Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das Thema Human Enhancement, also die künstliche Verbesserung des Menschen, lässt sich in drei Bereiche aufteilen. Schon längst erweitern wir den menschlichen Körper mechanisch, also beispielsweise durch Prothesen oder Herzschrittmacher. Zur Leistungssteigerung nutzen wir medizinische Hilfsmittel und gentechnische Verfahren, setzen wir beispielsweise in der Gentherapie und Präimplantationsdiagnostik ein. Schon seit Jahren wird das Thema Doping im Leistungssport diskutiert. Und nicht zuletzt, längst haben Sportler bei den Paralympics künstliche Körperteile. Oft sind sie mit solchen Prothesen schneller als ihre Konkurrentinnen. Und die Frage steht im Raum, ist das sportlich fair? Vielleicht erinnert ihr euch an Oscar Pistorius, der 2008 vom Internationalen Sportgerichtshof das Recht bekam, bei den regulären Olympischen Spielen mitzulaufen mit Prothesen. Aber auch in unseren Körpern gibt es Implantate, mittlerweile auch elektronisch, die Daten an den behandelnden Arzt oder die Ärztin senden. Vor allem bei Herz- und Hirnschrittmachern ist das gängige Praxis und auch hier gibt es sowohl Vor- als auch Nachteile. Der Datenschutz, der hier bedroht sein könnte, steht einem Notfall gegenüber, bei dem ein automatischer Notruf der Implantate Leben retten kann oder hier auch bei der Apple Watch, die ja auch sehr eng mit dem Körper verbunden ist. Noch wird hier der Notruf von Hand ausgelöst. Aber durch Human Enhancement werden wir Menschen längst nicht nur gesünder und schneller, sondern auch stressresistenter. Stichwort Ritalin oder Modafinil. Medikamente, deren Einsatz medizinisch nicht notwendig ist, uns aber im Arbeitsalltag leistungsfähiger machen soll. Auch das menschliche Erbgut können wir optimieren. Wir berichten ja immer öfter mal darüber, die Präimplantationsdiagnostik, also die Diagnostik, bevor ein befruchtetes menschliches Ei implantiert wird, die ist immer wieder auch Thema in Bundestagsdebatten. Die große Frage hier, inwieweit ist die Anwendung therapeutisch? Wann wird diese Technologie wohl genutzt, um ein Wunschbaby zu produzieren, was genau die genetischen Anlagen hat, die sich die Eltern vorstellen? Bei den Techniken aus dem Bereich Human Enhancement steht die Therapie im Hintergrund. Es geht, wie gesagt, um eine Verbesserung oder Optimierung der Menschen. Das ist der Fall, wenn durch die Technik Dinge möglich werden, die die Fähigkeiten der Menschen allein übersteigt. Deutlich wird das am Beispiel des Hörgeräts. Bei einem Patienten, einer Patientin, die wegen eines Unfalls oder einer Krankheit durch ein solches Gerät wieder normal hören kann, handelt sich ganz eindeutig um eine Therapie. Wenn das Gehörgerät aber es möglich macht, Frequenzen zu hören, die wir Menschen normalerweise nicht hören, dann ist das ein klarer Fall von Human Enhancement. Aber sind wir deswegen auch gleich dann Cyborgs? Es gibt Expertinnen, die überzeugt davon sind, dass wir alle heutzutage mehr oder weniger bereits echte Cyborgs sind. Demnach sind wir alle unfassbar eng verbunden mit technischen Geräten, Smartphones, das Internet und andere Kommunikationsmöglichkeiten halten Wissen für uns parat, das wir niemals in unserem Kopf speichern könnten. Und tatsächlich haben manche Fitnessarmbänder, Augmented Reality oder Smartwatches tatsächlich die Funktion wie Implantate in früheren Science-Fiction-Filmen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Fest steht, nicht nur Militärlabore und Forschungsteams entwickeln neue Techniken in diesem Bereich, auch im privaten Bereich implantieren sich Biohacker Magnete oder Funkchips, mit denen sie dann persönliche Daten speichern können oder eben ihre Haustür öffnen, ganz ohne einen Schlüssel. Und die Anhänger der transhumanistischen Vorstellung der Evolution glauben an eine extreme Zukunft der Menschen. Demnach werden wir uns mit technischen Anwendungen auch abseits der biologischen Evolution weiterentwickeln. Zukünftig wird es eine neue Spezies jenseits des biologischen Menschen geben, die nicht mehr durch die Psyche oder den Körper begrenzt ist. Dieser Theorie nach gibt es drei mögliche Visionen. Zum einen Designer-Babys, also ein genetisch neuer Mensch. Das sogenannte Genome-Editing macht es möglich. Die Anhänger erhoffen sich, dass Genmanipulationen über Generationen Menschen entstehen lassen könnten, die sich radikal von uns heute unterscheiden. Die zweite Version geht um den
implantierten neuen Menschen. Cyborgs, Nanoroboter im menschlichen Körper könnten Hybride aus Mensch und Maschine widerstandsfähig machen. Viele der menschlichen Körperteile wären demnach nicht mehr biologisch. Und die dritte Version, der digitale neue Mensch, auch Upload genannt, diese Vision ist ziemlich radikal, denn demnach wird das Bewusstsein des Menschen durch eine vollständige Digitalisierung transformiert. Der Name dieses Prozesses: Whole Brain Emulation oder auch Uploading. Das Gehirn wird hier also quasi als austauschbare Hardware definiert, eine digitale Unsterblichkeit eingeschlossen, denn schließlich kann man von diesem so geschaffenen neuen Menschen beliebig viel Backups machen. Wow! Klar ist jedenfalls, die Optimierung oder Erweiterung von Menschen kann durch verschiedene Forschungsbereiche geschehen und tatsächlich tüfteln Teams aus der Medizin, Robotik und Informatik genauso wie aus dem Bereich KI, also künstlicher Intelligenz, an neuen Chancen. Ungeklärt dagegen sind noch viele Fragen, damit sichergestellt werden kann, dass die Menschenwürde nicht verletzt wird. Schwierig würde es auch, wenn manipulierte und instrumentalisierte Körper oder auch Geist zu einer unhinterfragten Norm werden. Moralische und ethische Diskussionen sind also genauso wie rechtliche Rahmenbedingungen unabdingbar. Ja, wenn ihr als erstes Neues zum Thema Human Enhancement und KI erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr vor allen anderen von neuen Videos, also bevor sie online gehen, garantiert. Und zur Begrüßung gibt es ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und nicht das Abo natürlich mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Unvorstellbar, Kopf soll auf neuen Körper transplantiert werden. Auch ein absolut irres Thema. Also, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.